Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute geht's mal wieder weiter mit Star Citizen und ich zeige euch heute, wie ihr mit der Drake Vulture 1 bis 2 Millionen Alpha UEC in einer Stunde machen könnt. Es ist ganz einfach, dauert auch nicht lang. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, starten wir. Für den Start müsst ihr nach Crusader. Um den Auftrag anzunehmen, müsst ihr in den Contracts Manager gehen. Dort habt ihr dann den Reiter Personal und unter Personal habt ihr dann Salvage, wie ihr seht. Hier steht dann der Auftrag, der heißt wie folgt. Drake Cutlass Black Cleanup. Es könnte aber auch die Andromeda sein. Es könnten verschiedene Cleanups sein. Den einzigsten Auftrag, den ihr nicht annehmen könnt, ist der Hammerhead, weil dieser funktioniert nicht mit dem Trick. Also es ist ganz wichtig, dass ihr nur die Drake Cutlass Black und die Andromeda und Constellation Phoenix und solche Schiffe annehmt. Genau, nun habt ihr auch den Auftrag angenommen und ihr seht, in den meisten Fällen, besser gesagt zu 99%, ist der Auftrag in Yela. Yela ist, wenn ihr auf die Karte schaut, neben Crusader ein Mond. Und wie ihr seht, ist der hier ungefähr in diesem Kreis. Heißt, ihr setzt euch natürlich den Punkt dann und parkt eure Drake Vulture aus. Und wir sehen uns gleich auch direkt in Yela. Also, ich bin in Yela angekommen und wie ihr seht, haben wir hier oben auch einen Timer und da hinten den Salvage Climb. Der Timer verrät uns, dass die Security in 50 Minuten kommt. Also ihr habt dafür 50 Minuten Zeit, kommt ganz drauf an, wo ihr seid auf der Karte. In 50 Minuten müsst ihr von dort weg sein. Sobald der Auftrag erledigt ist, könnt ihr dort auch bleiben. Soweit, also bis jetzt hatte ich damit noch kein Problem, dass ich dann dort geblieben bin und dann ist irgendwas passiert. Genau, und jetzt wie ihr auch seht, ist hier hinten der Salvage Claim. Wir fliegen jetzt auch mal dorthin. Und ihr seht jetzt, dass hier haben wir den Auftrag. Der ändert sich dann und geht dann zu dem Schiff. Da spawnt auch dann das Schiff erst. Und ihr könnt in Ruhe hinfliegen. So, und wir sind jetzt angekommen. Und um das Ganze dann durchzuführen, müsst ihr wie normal auch auf M drücken. Und wie ihr seht, ist schon was bei mir aktiviert, was eigentlich nicht sein sollte, aber ist nicht schlimm. Heißt, ihr drückt jetzt Alt und W. Damit aktiviert ihr unten hier diesen Strahl. Jetzt fliegt ihr hin. Es dauert immer einen Moment, dann erkennt das. Jetzt seht ihr auch, ihr habt hier so einen grünen Rahmen. Ihr seht auch schon, er fängt hier an, den Balken hier auszufüllen. Sollte das nicht sein, müsst ihr einmal Linksklick drücken. Um das Ganze jetzt zu beschleunigen, geht ihr ungefähr hier auf die Mitte von dem Balken und fliegt immer ein Stück näher dran. Dann seht ihr, der füllt sich immer schneller und zack, ist es erledigt. Und ihr seht jetzt hier oben, dass der Contract completed ist und dass ihr 80.000 Alpha UEC bekommen habt. Jetzt könnt ihr natürlich wieder in euren Contract Manager gehen, unter Personal und könnt wieder ein Salvage annehmen. Sollte da nichts sein und das kommt jetzt nach 3-4 Minuten nichts dazu, dann geht ihr aus dem Contract Manager raus, schaltet euer Schiff aus. Ganz wichtig. Dann geht ihr einmal in den Raum hinten. Das ist ja hier dann der Schlafraum. Und legt euch einmal auf das Bett. Im Bett angekommen, könnt ihr jetzt halt hier auf Lockout drücken. Das machen wir jetzt auch einmal. Ist immer ein bisschen hart zu treffen. Ihr seht, wir locken uns aus. So, und im Hauptmenü angekommen, geht ihr jetzt wieder auf Persistent Universe. Wählt einen der Server aus. Ich nehme jetzt USA. Also, ihr könnt auch auf EU bleiben. Da ist halt die Chance aber wieder höher, dass ihr wieder auf den gleichen Server kommt wie gerade eben. Heißt, ihr geht jetzt auf USA und Enter Star Citizen Universe. So, und im Bett angekommen, könnt ihr jetzt halt wieder F2 drücken. Wieder in den Contracts Manager gehen und dann auf Personal. Wieder auf Salvage und jetzt seht ihr, hier ist jetzt in meinem Fall nichts. In eurem Fall könnte es jetzt sein, dass da wieder ein Cleanup-Auftrag ist. Den nehmt ihr natürlich wieder an, fliegt dorthin, ist wieder in Yela. Wie gesagt, 99% der Fälle tut das wieder genauso machen und damit macht ihr dann alle 5 Minuten 80.000. Und so kommt ihr dann ganz schnell auf 1 bis 2 Millionen pro Stunde und so könnt ihr dann schneller eure Ziele erreichen. Sollte es auch mal der Fall sein, dass ihr jetzt auf allen Servern wartet und nirgendwo ist jetzt ein Cleaner, dann wartet ihr einfach auf einem Server oder könnt euch auch hier im Bett ausloggen.
verlasst einmal das Spiel, wartet mal 10, 20 Minuten, geht wieder rein und dann dürften auf jedem Server wieder Cleanup-Missionen sein. Solltet ihr auch mit Freunden zusammenspielen, ist es auch ganz wichtig, dass ihr auf verschiedenen Servern seid. Heißt, dass euer Freund auf einem EU-Server seid und ihr auf einem USA-Server, weil ansonsten kriegt ihr beide gleichzeitig oder auch verschieden. Einer kriegt zum Beispiel eine Constellation Andromeda und nimmt den Auftrag an. Du kriegst den Auftrag 2 Minuten später, nimmst ihn an, hast ihn aber dann nicht in Accepted. Das liegt daran, weil er ihn bekommen hat. Das ist noch ein bisschen verbuggt, das wird vielleicht noch gefixt, aber das ist dafür die Lösung. Und ihr seht auch hier haben wir den Hammerhead Cleanup, auch so schön wie es ist. 250.000 Alpha UC ist viel, aber ihr kommt damit nicht weit. Ihr müsstet dafür eine Reclaimer besitzen und mit Freunden zusammenspielen. Da würde es dann funktionieren, dass ihr die mit der Reclaimer den Hammerhead upsalvaged und dadurch der Salvage kriegt plus nochmal die 250.000 Alpha UEC. Ihr seht auch, hier kommt jetzt nochmal eine Constellation Andromeda rein und sie ist auch wieder in Yela. Heißt, ihr könntet sie jetzt wieder annehmen, fliegt wieder hin, macht wieder das Gleiche. Und so macht ihr eure 80.000. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.